Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von mir, The Firestorm LP. Und ich begrüße euch recht herzlich zu Assassin's Creed Revelations. Ich weiß nicht genau, welcher Part da sein müsste, aber egal, wir sind in Sequenz 3 und wir haben gerade den ersten Schlüssel zu Altairs Bibliothek gefunden. Und müssen jetzt, glaube ich, verstecken, so war das. Kurz auf die Karte gucken. Wir hatten hier zwar noch einen Templer versteckt, eine versteckte Gruft, aber darauf habe ich jetzt gerade keinen Bock. Deswegen machen wir es einfach nicht. Hier, hätten hier überall noch ein bisschen, und wir hätten ja auch noch ein paar Bücher. Eine Sophia-Erinnerung. Hätten wir auch noch. Aber sind wahrscheinlich die Roma, ne? Ja, wir gehen da zu den Roma. Höchstwahrscheinlich natürlich. Das heißt, wo sind wir denn nochmal? Hier sind wir. Dann machen wir den Aussichtspunkt gerade. Wunderbare Heimatarmee zu einer Position nahe Edirne entsandt. Der Sultan wird die Verschanzung. Salam alaikum. Runter mit dir, sonst werfe ich dich nieder. Weg war er. Wir haben jetzt diese Seilrutschen, die ja ganz praktisch sind für dich. Ja, chill mal, Alter. Was für eine Hetze, Junge. Ich hab den gerade mal zugehört und mal ein bisschen laufen lassen für euch. Geht ja voll ab, der Typ. Der einfach übertreibt, Junge. Ist wie die damalige Bild sozusagen, ne? Krass am Übertreiben. Hälfte der Wahrheit ist enthalten. Und es geht nur nicht mal um die richtig wichtigen Dinge im Leben. Oder in der aktuellen Welt, ja. Komm schon, kannst du hier hoch oder nicht? Freunde. Ja. So. Perfekt, haben wir das auch gut geklettert hinbekommen. Schön, 7 von 22 läuft bei uns. Du kriegst gleich ein bisschen Geld. So, machen wir das nächste. Das hier. Wir scheinen sie nicht aufhalten zu können. Mein Freund hier ist so ein Geldbeutel. Ja, Hauptsache du hältst die Fresse. Dann berichte ich mal über die richtig wichtigen Dinge. Boah. Habe ich euch irgendwas getan? Ja. Ehrlich gesagt, nein. Ja, wir arbeiten jetzt unseren Weg, aber wir arbeiten uns jetzt vor den Weg bis zu den Roma.
Wir kennen das ja. Ja, süchtig nach solchen Dingen. So. Wir müssen natürlich auch einige Festen auch mal erobern, aber ich weiß nicht, ich habe da nicht so Bock drauf, ganz ehrlich gesagt. Das Dumme daran ist, die können auch zurückerobert werden, was an sich ja nicht dumm ist, aber es ist halt an sich, wie das hier gemacht ist in dem Spiel, nicht so geil. Meiner Meinung nach, ne? Also meine subjektive Meinung ist das. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht, aber ich denke mal, ich werde zwischendurch durchaus ein oder zwei Mal machen. Hey, ist das nicht? Was wolltest du sagen? Mein Gott, verständig die Wache! So. Du darfst nicht hier oben sein. Ja, chill. Das ist ein komischer Chaos. Bin ja gleich weg. Was willst du hier? Geh runter. Bin schon weg. Fangen wir einfach da an. Ist hier jetzt eine Feste? Ach komm, Freunde, weißt du? Mache ich eigentlich? Bin ich eigentlich komplett behindert oder so? Ich glaube schon. Oh fuck.
Hat natürlich jetzt nicht so funktioniert, wie ich gedacht hätte, wie ich es gedacht hätte. Ja, komm. Tu nicht so, als könntest du nicht klettern. Okay, du bist alt, verstehe ich. Runter oder stirb! Moment. Wohin? Oh, Jungs. Ach, meine Güte. Die können es wirklich mit mir aufnehmen. Meine Güte. Ich hab wirklich gedacht, die können es mit mir aufnehmen. Falsch gedacht, ne? Blutige Anfänger. War jetzt auch einfacher als gedacht, bin ich jetzt ganz ehrlich. Einfach klettern, mein Freund. Einfach klettern. Und zünden wir, geben wir das Leuchtsignal, zünden wir hier das Feuer an. Damit signalisieren wir, dass es Zeit ist zu gehen. Und wir werben direkt mal einen Rekruten an. Wieso nicht? Ihr verfluchten Diebe, ihr habt mich ruiniert. Ich hoffe, die Janitscharen reißen euch die Augen raus und schlagen eure Hände ab. Signora, was beunruhigt euch? Diese Schurken da. Sie griffen mich zu Hause an und raubten all meinen Besitz. Bitte, helft mir! Die Akrobatin. Eine geschickte junge Frau wird ohne Grund von den Wachen schikaniert. Beschützen Sie sie. Warum auch nicht? Boah, Junge. Ich verdanke euch bereits mein Leben, Effendim. Doch ich habe noch eine Bitte. Folgt ihr mir? Wohin? In mein Geschäft, wo diese Männer mich zuerst angriffen. Ich fürchte, sie haben alles gestohlen oder zerstört, was ich besaß. Geht vor. Geht vor. Ich mal folge euch und werde euch beschützen. So wahr mir Gott helfe. Nein. Okay. Wollen ja nicht übertreiben. Hast du noch was zu sagen, Süße? Was machst du denn? Oh Mann, ey.
Sie sind noch hier! Raus, verfluchte Diebe! Raus aus meinem Geschäft! Kommt doch her. Kein Problem, meine Süße. Ihr habt mir sehr geholfen, Effendim. Es tut mir leid, dass ich euch im Gegenzug nur meine Hochachtung bieten kann. Ihr schuldet mir nichts. Doch ihr könntet euer Talent den Assassinen zur Verfügung stellen. Ihr könnt gut klettern und würdet sicher viel dazulernen. Ach, ich danke euch für diese Offerte. Wirklich. Jo. Wir haben eine neue Rekrutin.